Erst das Meeting, das kein Ende findet, dann der Onkel, der nicht auflegen will, obwohl wir ihm gesagt haben, dass wir zu Abend essen, und dann soll es pünktlich zum Sport gehen. Doch jetzt sind alle Ampeln auf Rot. In diesen Situationen sind wir gestresst und irgendwie würden wir gerne aus ihnen heraus. Jetzt das Ganze etwas entspannter und gelassener anzugehen, das wäre doch was, oder? Man muss erst lassen können, um gelassen zu sein. Meister Eckhart. Gelassenheit gelingt uns also nur, wenn wir loslassen können. Und loslassen müssen wir vor allem Stress. Und dieser Stress, der entsteht in Situationen, in denen wir die Dinge gerne anders hätten, als wir sie dann gerade in diesem Moment haben. Und Gelassenheit, das können wir erreichen, wenn wir auf diese Situation reagieren, ohne die Haltung und Fassung zu verlieren. Gelassenheit kann gegen Stress, Burnout, gegen Ängste und Depressionen tatsächlich gut helfen und das Ganze auch vorbeugen. Während meines Studiums war ich gleichzeitig noch Startup-Gründer. Ich war Sohn, ich war Enkel, ich war Neffe, ich war Partner in einer Beziehung und ich war Freund. Und tatsächlich ist das ja gar nicht so einfach, habe ich damals gemerkt, das Ganze harmonisch irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Diese ganzen verschiedenen Rollen, die man hat. Und damals hat es mir, glaube ich, ein bisschen gefehlt, das Ganze etwas gelassener zu sehen und bin wirklich manchmal ein bisschen zu aufgeladen und zu abgelenkt dann auch in die Gespräche gegangen und war nicht so fokussiert und nicht so präsent bei meinem Gegenüber, wie ich das gerne gewesen wäre. Und da habe ich mir zum Ziel gesetzt, gelassener zu werden. In diesem Video stelle ich euch meiner Meinung nach drei unterschätzte Gewohnheiten vor, die dir dabei helfen können, gelassener zu werden. Ich bin Dennis und hier auf meinem Kanal, da entdecken wir gemeinsam, wie wir uns eigentlich im 21. Jahrhundert orientieren und wie wir es schaffen, dabei gelassen zu bleiben. Entspanntes Frühstück. Jopp, das gute alte Frühstück. In Zeiten von Intervallfasten und Co. verliert es vielleicht etwas an Bedeutung, aber tatsächlich hat sich für mich in den letzten Jahren gezeigt, dass es ein ganz, ganz krasser Gamechanger sein kann, im Alltag sich vor allem die Zeit zu nehmen am Morgen. Da geht es weniger um die Mahlzeit, als vielmehr um die Zeit, die man sich nimmt. Zu meiner Schul- und Uni-Zeit, da bin ich immer so in den Tag gestartet, dass ich gerade so noch geschafft habe, mir kurz noch eine Stulle zu schmieren und noch mal kurz ein kleines Müsli einzuverleiben. Und ich habe mich oft dabei ertappt, wie ich dem Bus hinterhergelaufen bin. Das hat mich tatsächlich einfach auch schon ein bisschen gestresst und angespannt in den Tag starten lassen. Und das mache ich nicht mehr so. Seitdem stelle ich mir tatsächlich immer rechtzeitig einen Wecker und starte dann erstmal ganz entspannt in den Tag. Ich will erstmal ankommen, mache mir dazu erstmal einen Kaffee. Und dann setze ich mich an den Tisch und atme vielleicht auch erstmal ein bisschen durch. Ich will es auf jeden Fall nicht zu gestresst angehen. Zu Beginn des Frühstücks versuche ich auch noch nicht allzu viel an die To-Dos zu denken, die mich jetzt am Tag erwarten, sondern wirklich erstmal kurz bei mir zu sein. Die Aufgaben und Arbeit und alles, was dann kommt, das kommt früh genug. Das heißt, es geht wirklich darum, erstmal zu sagen, ey, wie fühle ich mich gerade? Und erstmal kurz so eine Bestandsaufnahme machen, so ein Check-in. Seitdem ich morgens entspannt frühstücke, gehe ich auch den ganzen Tag ganz entspannter an. Und ja, das ist für mich seitdem auf jeden Fall ein echter Gamechanger. Stell dir öfter die Frage, was liegt wirklich in deiner Hand? Wenn sich die Bahn wieder verspätet hat oder das Wetter Regen statt Sonne gebracht hat, dann ist das tatsächlich ärgerlich. Aber es liegt nicht in deiner Hand. Okay, die Antwort ist nicht sonderlich motivierend, aber sie kann motivierend wirken, wenn man sich kurz bewusst macht, was eigentlich in meiner Hand liegt, was ich wirklich beeinflussen kann und was nicht. Und je mehr man sich das bewusst macht, was nicht in deiner Hand liegt, desto eher kannst du es auch einfach passieren lassen. Und du hast nicht diesen Kontrollfreak in dir, der sagt, ich muss aber das jetzt in meiner Hand haben, ich muss das und das bestimmen, ich will das so, sondern man geht mit einer gewissen Ruhe und mit einer gewissen Leichtigkeit einfach heran und sagt, okay, ich lasse es mehr oder weniger passieren. Wenn ich also den Bus verpasse, dann kann ich da ja nicht viel machen. Dann muss ich eben warten, bis der nächste Bus kommt, in 15 Minuten, auf dem Dorf vielleicht auch ein paar Stunden. Und es liegt ja jetzt an mir, wie ich mit dieser Situation umgehe. Also ich kann ja zum Beispiel eine Podcast-Folge hören, die ich eh schon seit 2 Wochen wieder hören wollte. Oder ich kann mich bei meinem Dad melden, bei dem ich mich die letzten Tage nicht gemeldet habe. Oder ich nehme einfach die Zeit und lasse so ein bisschen die letzte Woche Revue passieren und erlebt das Ganze gedanklich und emotional vielleicht einfach nochmal.
und festige so irgendwelche Erinnerungen oder reflektiere. Und das sind doch wertvolle Momente, die du trotzdem nutzen kannst. Genauso wie Wäsche waschen. Keiner hat so richtig Bock auf Wäsche waschen. Oder? Falls du Bock auf Wäsche waschen hast, dann bitte abschalten und deabonnieren. Nein, tatsächlich, es ist ja so, dass Wäsche waschen macht vielleicht nicht den meisten so unheimlich viel Spaß. Aber auch da kann man ja sehr viel draus machen, indem man sagt, hey, was kann ich währenddessen machen? Vielleicht aber auch einfach mal bewusst wirklich bei der Wäsche zu sein und die Wäsche zu fühlen, die verschiedenen Stoffe. Das muss man nicht jedes Mal machen, aber es kann durchaus mal eine Abwechslung sein. Und auch das fühlt sich dann nicht mehr so schwer an, sondern mal eine Wäsche zu machen und aktiv bei der Wäsche zu sein. Auch das kann vielleicht einfach mal ein bisschen Gelassenheit tatsächlich entstehen lassen. Auf die Atmung achten. Einiger Zeit hatte ich eine ganz besondere Erfahrung mit einem Freund, den ich noch aus meiner Zeit aus Australien tatsächlich kannte. Und der hat seine Bestimmung als Atemcoach gefunden. Denkt man sich erstmal, hö, Atemcoach? Und zwar begleitet er Menschen in Breathwork-Sessions dabei, tatsächlich bewusst auf ihre Atmung zu achten. Wir haben da zusammen so eine Breathwork-Session auch gemacht. Und ich konnte meine Atmung mehr trainieren und in fast schon so transzendente Zustände kommen, in tranceartige Zustände, wie das Menschen vielleicht eigentlich erkennen, wenn sie auf Droge sind, so eine Art Körperhigh. Und das war eine ziemlich spannende Erfahrung. Und was ich dabei vor allem gelernt habe, ist, dass wir oft im Alltag viel zu flach atmen, also eher so die ganze Zeit. Und er meinte, wenn man das auch einfach mal trainiert, also nicht nur die ganze Zeit mit dem Bauch zu atmen, sondern auch wieder die Brust ein bisschen zu aktivieren. Also den ganzen Körper zu benutzen für deine Atmung und auch vielleicht mal wieder länger zu atmen. Dann kann das auch dich viel gelassener machen, auch im Alltag. Und wir kennen das ja, manchmal sammelt sich doch nochmal Stress auf und man stapelt mehr oder weniger solche Stressansammlungen irgendwie in sich. Und das einfach mal gehen zu lassen, das kann super befreiend wirken. Und natürlich, für nicht jeden ist es im Alltag möglich, solche ganzen Atem-Sessions zu machen, die dann teilweise auch eine, vielleicht auch zwei Stunden gehen können. Aber auch schon mit 30 bis 60 Sekunden solch einer Übung mit dem Ein- und Ausatmen, also die Atmung länger werden zu lassen oder auch einfach mal keine Pause zwischen dem Ein- und Ausatmen zu haben, das kann eben schon dich gelassener machen und für den nächsten Tag stärken. Wir halten also fest, die Welt um dich herum, die wird immer irgendwie hektisch sein. Nur du allein kannst die Ruhe in den Turbulenzen sein. Und in diesem Video habe ich dir erstmal drei Gewohnheiten mit auf den Weg gegeben, mit denen du eine direkte Wirkung auf jeden Fall im Alltag spüren kannst. Und natürlich geht das Ganze noch ein bisschen tiefer und es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Strategien und Methoden, um gelassener zu werden. Und die möchte ich hier tatsächlich mit dir auf diesem Kanal weiter entdecken. Und deswegen wird es hier auf jeden Fall noch einige Videos geben zu dem Thema, wie wir gelassen sein können, auch im 21. Jahrhundert. Zuletzt sei noch gesagt, hab realistische Erwartungen an dich. Bei mir ist es auch noch so, dass ich manchmal die Zähne zusammenbeißen muss, dass ich irgendwie den Glauben verliere und dass ich auch irgendwo Dampf ablassen muss. Und ich glaube, das ist einfach der Weg zur Gelassenheit. Wir werden nicht von heute auf morgen 100% gelassen sein können und auf alles gelassen reagieren können, was uns umgibt. Aber wenn es uns wichtig ist und wenn wir daran arbeiten, dann werden wir mit der Zeit gelassener werden. Und für diesen Weg wünsche ich dir alles, alles Gute. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen, als bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf dich.